Behind His Mask. Eine Stexpert-Fanfiction von Drachenmädchen. Prolog. Vor der Tür steht mein bester Freund. Seine braunen Haare sind gut gestylt, besser als ich es von ihm kenne. Aber ich habe ihn ja auch ewig nicht gesehen. Einige Sekunden lang kann ich ihn nur anstarren. Dann falle ich ihm glücklich lächelnd in die Arme. Er zieht mich noch ein Stückchen näher an sich heran und ich presse mich an seine Brust. Es ist ein so schönes Gefühl, zu wissen, dass er endlich wieder da ist. Als wir uns lösen, spüre ich den Blick einer weiteren Person in meinem Nacken. Ich bemerke, wie mein bester Freund sich neben mir leicht versteift. Alles gut, meine ich und lächle der Person, die ich so sehr liebe, zu. Als ich mich wieder zu meinem besten Freund Palle wende, spüre ich, wie jemand von hinten seine Arme um mich legt. Ohne mich umzudrehen, weiß ich, dass es meine Liebe ist. Selbst nach dieser Zeit kommt noch dieses wundervolle Kribbeln in mir hoch. Wie ich es liebe. Wie ich diesen Menschen einfach liebe. Mein bester Freund zieht verwirrt die Augenbrauen hoch und sieht mich fragend an. Wie scheint es ganz schön viel passiert, sagt Patrick und grinst mich an. Vorsichtig löse ich mich aus dem Arm des anderen und greife den Arm des Braunhaarigen, um ihn mit ins Wohnzimmer zu ziehen. Wie jetzt? Fragt Palle grinsend. Er wirft einen schnellen Blick in die Küche. Ich lächle leicht. Es scheint ja ganz schön viel passiert zu sein. Mein bester Freund grinst mich an. Ich kann sehen, dass er froh ist, dass ich glücklich bin. So viel Zeit ist vergangen. So lange ist es jetzt schon her. Wie lange haben wir uns wohl nicht gesehen? Mehrere Jahre müssten das schon her sein. So viel hat sich verändert. Nichts ist mehr, wie es mal war. Ich nicke leicht und grinse zurück. Da hast du definitiv recht. Aber wie ist es denn dazu gekommen? Fragt Patrick mich immer noch leicht überrumpelt. Ich lächle leicht. Soll ich es dir erzählen? Der Braunhaarige nickt eifrig. Ich muss leicht lachen. Wo soll ich denn beginnen? Polly überlegt kurz. Von Anfang an, sagt er schließlich und lächelt mich aufwundert an. Oh, mache ich grinsend. Das könnte aber lange dauern. Palle verdreht bloß die Augen. Jetzt erzähl schon. In diesem Moment spüre ich eine Hand auf der Schulter. Ich blicke nach oben und direkt in die Augen von der Person, die ich so liebe. Dieses wundervolle Funkeln liegt in diesen wundervollen, perfekten Tiefen, in denen man sich so leicht zu verheddern droht. Sofort schleicht sich ein Lächeln auf meine Lippen. Am liebsten will ich mich zu der Person rüberbeugen und ihr sofort einen Kuss auf die Lippen drücken. Aber vielleicht sollte Palle erstmal alles erfahren. Sie nickt mir leicht zu. Gut, murmel ich endlich. Dann erzählen wir es halt. Aber dann die ganze Geschichte. Von ganz vorne bis ganz zum Ende. Palle nickt. Ich hole tief Luft und beginne zu erzählen. Erstes Kapitel. Point of View. Stegi. Das Gebäude ragte vor mir auf. Die hohen Mauern hatten ihm irgendwie einen bedrohlichen Eindruck verliehen. Ein unwohler Schauer überkam mich. Das Internat glich mehr einem Gefängnis als einer Schule. Wobei es so ein gutes Internat sein soll, habe ich zumindest im Internet gelesen. Ziemlich teuer. Extra bequeme Betten, große Zimmer und tolles Essen wird versprochen. Ich schnappte leise. Stegi. Ich drehte mich um. Mein Vater sah mich lange an. Seine blauen Augen fixierten mich. Dann, ohne Vorwarnung, zog er mich in eine väterliche Umarmung. Ich wehrte mich nicht, erwiderte die Umarmung aber auch nicht. Nie wollte ich auf ein Internat. Getrennt von zu Hause. Keine Privatsphäre. Das war definitiv nicht das, was ich mir unter einem schönen Leben vorstellte. Es tut mir leid,
flüsterte Dad leise und sah mich wieder an. Seine Augen funkelten mich bittend an. Aber es wird bestimmt eine ganz tolle Zeit hier werden. Du wirst tolle Freunde finden. Das ist doch viel besser, als den ganzen Tag im Zimmer zu sitzen, nicht? Ich sah ihn ebenfalls kurz an, zuckte mit den Schultern. Keine Ahnung, vielleicht war es das. Ich weiß, dass du nicht sprichst, aber willst du es nicht nochmal versuchen? Flehentlich musterte mich mein Vater. Seine Haare standen im Wirr vom Kopf ab. Er hatte Augenringe. Und ich war schuld. Schuld, weil ich so geworden war, wie ich jetzt war. Ich wusste, dass er sich riesige Sorgen machte, doch ich wollte, konnte nicht anders. Trotzdem schüttelte ich den Kopf. Nein, ich wollte nicht reden. Wozu? Damit ich jeden Moment das Gefühl hatte, dass mich die Vergangenheit einholte? Seit damals hatte sich so vieles verändert. Ich erinnerte mich noch an den Tag, als sei es gestern gewesen. Der Anruf, die stummen Tränen meines Vaters, seine tonlose Stimme. Noch jetzt spürte ich, wie mir die Tränen hochkamen, wenn ich daran dachte. Auch Dad musste es wehgetan haben. Er versuchte stark zu bleiben, es nicht zu zeigen. Aber ich merkte, wie schlecht es ihm ging. Er machte sich Sorgen. Sorgen um mich. Denn vor dem Überfall war ich ein aufgeweckter, fröhlicher Junge gewesen. Ich hatte viele Freunde gehabt. Es war schön gewesen. Aber der Schmerz hatte mich aufgefressen. Diese Wut. Äußerlich spielte ich den glücklichen Jungen, doch innerlich bröckelte ich. Ich zerbrach. Und als der Schmerz schließlich so groß wurde, so unerträglich, als ich dem nicht mehr hinhalten konnte, hörte ich auf zu reden. Von einem Tag auf den anderen. Ich distanzierte mich von der Welt, zog mich von allen zurück, verbrachte die Nachmittage in meinem Zimmer. In der Schule saß ich nur noch da und starrte aus dem Fenster. Die Lehrer ließen mich. Sie schoben es auf meine Erlebnisse. Auf meine Trauer. Und alle kamen und sagten, wie es ihnen leid tat. Aber niemand fühlte, was ich fühlte. Mit der Zeit verlor ich meine Freunde. Ich traf mich mit niemandem mehr. Und auch ein Lächeln kam nur noch selten über meine Lippen. Der einzige, der mir geblieben war, war mein bester Freund Patrick. Ich kannte ihn nur aus dem Internet. Er wusste mehr als jeder andere über mich. War für mich so wichtig, wie kaum ein anderer. Aber er wohnte nicht in Köln. Wir hatten uns noch nie gesehen. Dino? Fragte mein Vater. Ich zuckte zusammen und warf ihm einen böse, verzweifelten Blick zu. Er wusste genau, dass er mich nicht so nennen sollte. So hatte mich Mia immer genannt. Ich spürte, wie sich Tränen in meinen Augen bildeten. Schnell schluckte ich sie runter. Sah zu meinem Vater auf. Er lächelte mich traurig an. Ich gehe dann mal. Muss los, zur Firma, du weißt ja. Ich nickte bloß. Dad hob die Hand zum Abschied. Ich biss mir leicht auf die Lippe. Ohne mich noch einmal zu meinem Vater umzudrehen, nahm ich den Koffer vom Boden auf und zog ihn hinter mir her zum Internat. Eine Gänsehaut breitete sich auf meinen Arm aus, als ich in die Eingangshalle trat. Überall standen Kinder mit ihren Eltern und Koffern. Anscheinend warteten alle auf die Ankündigung. Dad meinte, dass ich der einzige Neue war. Er hatte sich anscheinend informiert. War ja auch irgendwie klar gewesen, wer kam denn sonst etwas so über die Osterferien neu dazu? Genau. Niemand. Ich seufzte leise. Kurz fuhr ich mir durch die blonden Haare. Na dann mal los. Du weißt nicht, was Verlust bedeutet. Das begreifst du erst, wenn du jemanden verloren hast, den du mehr als alles andere liebst. Kapitel 2. Ich ließ meinen Blick durch die Halle gleiten. An der Seite standen hohe Säulen, an welchen sich scheinbar Porzellanrosenstöcke langranken sollten.
Ein künstlicher Marmorboden ließ den Raum edel wirken. An der linken Seite entlang zogen sich große Fenster. Rechts und geradeaus führten zwei große Treppen, woanders ins Gebäude, vermutlich zu den Zimmern. Ich musterte die verschiedenen Schüler. Ich schloss für einen Moment die Augen. Es tat weh, so viele glückliche Familien zu sehen. Überall waren sie. Mutter, Vater, Kinder. Ich wollte das nicht sehen. Es schmerzte so sehr. Mein Blick blieb an einem Jungen hängen, der als einziger mit mir alleine stand. Er hatte kurze, braune Haare und war relativ groß. Bestimmt überragte er mich um einen ganzen Kopf. Er wirkte muskulös und trainiert. Bestimmt war er einer dieser übertrieben sportlichen Typen. Aber eigentlich sah er ganz freundlich aus. Vielleicht war er ja ganz nett. Ich hoffte immer noch, einen einigermaßen guten Zimmermitbewohner zu haben. Ich sah mich um, doch niemand schien auf den Jungen zu warten. Er schien wirklich alleine hier zu sein. Ich bemerkte, dass viele Leute immer wieder zu ihm rübersahen. Immer wieder tauschte er Blicke mit einigen Personen aus. Die meisten würdigte er aber keines Blickes. Plötzlich drehte er sich um und sah mich direkt an. Seine Augen überraschten mich. Sie waren kalt. Monoton sah er mich an. Selbst aus der Entfernung konnte ich das Bedrohliche spüren, das von ihm ausging. Seine Augen waren braun. Es waren viele verschiedene Brauntöne enthalten. Und irgendwie gefielen sie mir eigentlich. Er zog die Augenbrauen an und warf mir einen herablassenden Blick zu. Ich sah schnell weg. Doch nicht so sympathisch. Schade eigentlich. Ein Klatschen ließ mich herumfahren. Eine Frau mittleren Alters war hereingekommen. Sie trug ein mittellanges, schwarzes Kleid und ebenfalls dunkle High Heels dazu. Eine dicke Kette hing um ihren Hals. Ich würde sie Mitte 40 schätzen. Sie räusperte sich kurz und sah dann mit einem aufgesetzten Lächeln in die Runde. Willkommen zurück im Internat, Windstot. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Ferien. Wie immer werden die Zimmer teilweise neu zusammengewürfelt. Ich rufe einfach auf, dann kommen beide nach vorne und holen sich ihren Schlüssel ab. Also. Sie holte eine lange Liste aus ihren Unterlagen. Luna und Melina. Ich beobachtete, wie zwei Mädchen nach vorne gingen. Sie lächelten sich kurz zu und waren schon, als sie bei der Lehrerin ankamen, in ein tiefes Gespräch verwickelt. Vermutlich wollten sie zusammen in ein Zimmer gehen. Luna hatte lange, dunkle, fast schwarze Haare, während Melina helle Haare hatte. Tobi und Henrik, fuhr die Lehrerin fort. Immer mehr Zimmer wurden verteilt. Ich hörte schon lange nicht mehr zu, aber plötzlich spürte ich einen leichten Ellenbogenstoß und wurde zur Seite befördert. Wütend blickte ich auf und sah den braunhaarigen Jungen, der mir vorhin schon aufgefallen war, an mir vorbeigehen. Er warf mir einen genervten Blick zu. »Stell dich nicht in den Weg«, zischte er leise. Ich zog die Augenbrauen zusammen. »Okay, der hält sich wohl für total cool.« »Tim und Raphael«, hörte ich wieder die Stimme der Lehrerin, die sich verwirrt umsah. »Ich bin doch da«, meinte der Braunhaarige mit einem entnervten Unterton. »Veni!« Er brauchte nicht mal zu rufen. Sofort drehte sich am anderen Ende der Halle ein anderer Junge um. Er lief rot an und lief dann schnell zu Tim oder Raphael. Freddy und Stegi, hörte ich plötzlich meinen Namen. Ich sah auf, nahm meinen Koffer und lief zur Lehrerin. Ein anderer Junge lächelte mir zu. Wir holten den Schlüssel und liefen dann den Weg zum Zimmer entlang. Hey, unterbrach Freddy nach einer Weile Schweigens. Ich bin Freddy. Ich nickte und lächelte ihn vorsichtig an. Er grinste. Als ich nicht antwortete, wirkte er verwirrt. Du heißt Stegi, oder? Ich nickte erneut. Er lächelte leicht. Neu hier, nicht? Erneutes Nicken meinerseits. Er warf mir einen unsicheren Blick zu. Na dann,
murmelte er leise. Willkommen im Internat. Nicht jeder Mensch, den du triffst, ist so, wie es scheint. Erst wenn du hinter seine Maske blickst, siehst du die echte Person. Kapitel 3. Freddy schien wirklich ganz nett zu sein. Unser Zimmer lag im Dachgeschoss. Es hatte schräge Decken und zwei Betten, die sich gegenüber an den Wänden standen. Jeder hatte einen Schreibtisch und einen großen Schrank. Soweit ich wusste, durfte man seinen eigenen Teil so einrichten, wie man das wollte. Wohin willst du? Fragte Freddy nach einer kurzen Weile zögernd. Ich zuckte mit den Achseln. Er biss sich auf die Lippe. Anscheinend war er verwirrt, dass ich nicht mit ihm sprach. Ich schenkte ihm ein kleines Lächeln. Doch es war gespielt. Schon lange hatte man kein echtes Lächeln mehr auf meinen Lippen gesehen. Freddy lächelte unsicher zurück. Darf ich dann die Hälfte? Er deutete nach rechts. Ich nickte leicht und stellte meinen Rucksack auf dem linken Bett ab. Freddy musterte mich nervös. Ich seufzte leicht. Nicht zu sprechen konnte manchmal echt anstrengend sein. Ich holte schnell einen Block und einen Stift aus meiner Tasche und kritzelte drauf. Ich rede nicht. Mit niemandem. Liegt nicht an dir, also nicht von dann. Darauf. Ich reichte das Blatt dem braunhaarigen Jungen. Er las den Text und entspannte sich sofort sichtlich. Wieso? Fragte er leise. Ich schüttelte den Kopf. Da wollte ich nur ungern drüber reden. Reden sowieso nicht. Eher schreiben. Wollte und konnte ich darüber nicht. Wollte und konnte ich nicht drüber reden. Weil, war mir halt nicht so lieb. Weil ich nicht wusste, ob ich dann nicht in Tränen ausbrechen würde. Weil ich nicht an mir denken wollte, nicht an Mom. Ich verdrängte die Gedanken wieder und machte mich daran, meine Tasche auszupacken. Der Tag verging recht schnell. Freddy war ganz nett, aber befreunden stellte sich als schwer heraus, da ich nicht redete. Die meiste Zeit war er gar nicht da. Am nächsten Morgen begann die Schule. Als ich aufwachte, war Freddy bereits weg. Auf meinem Schreibtisch fand ich einen Zettel von ihm. Ich wollte dich nicht wecken, du hast so fest geschlafen. Es gibt bis 8 Uhr Frühstück und um 8.15 Uhr beginnt der Unterricht. Zuerst haben wir im Raum 112. Ich warf einen Blick auf die Uhr. Lächerlich. 8.05 Uhr. Das Frühstück hatte ich schon mal verpasst. So schnell ich konnte, zog ich mich an und rannte auf den Flur. Toll, wo soll jetzt dieser Raum sein? Verzweifelt sah ich mich um. Waren denn alle schon weg? Plötzlich hörte ich, wie ein Tier aufgeschlagen wurde und wirbelte herum. Der braunhaarige, große Junge, der mir gestern schon aufgefallen war, kam den Gang entlang geschlendert. Vielleicht wusste er ja, wo der Raum war. Ich lief kurzerhand auf ihn zu. Wortlos reichte ich ihm das Blatt. Er warf einen Blick darauf und sah mich dann entnervt an. Was denn? Seine Stimme jagte mir einen Schauer über den Rücken. Sie war unglaublich tief und irgendwie auch schön. Ich deutete auf die Zahl 112. Er sah mich nur herablassend an und zuckte damit den Achseln. Kannst du dir ja auch selber suchen, Schwuchtel. Ich wich unwillkürlich vor ihm zurück. Das hatte ja toll geklappt. Ich sah, wie er hinter einer Ecke verschwand. Unsicher lief ich ihm hinterher. Soweit ich wusste, müsste er bei mir in der Klasse sein. Schließlich wurde ich nach ihm aufgerufen. Unsicher lief ich ihm hinterher. Er schien mich nicht zu bemerken. Die ganze Zeit schaute er auf sein Handy und tippte irgendwas daran ein. Tatsächlich schaffte ich es auf diese Weise gerade noch rechtzeitig zur Klasse zu kommen. Ich schlüpfte ins Klassenzimmer, woraufhin mich die Lehrerin verwundern musterte. Ach, dann bist du wohl der Neue. Ich nickte leicht. Sie lächelte mir zu. Dann stell dich doch mal vor. Ich verengte die Augen leicht. Schauen Sie in Ihre Akten. Es wurde ihm bestimmt gesagt. Die Lehrerin blickte mich weiterhin auffordernd an. Nach einer Weile seufzte sie und sah mich genervt an. Komm schon, es sind doch auch nur Schüler. Ich schüttelte den Kopf. Na gut, dann stell ich dich ihm vor. Ihr entnervter Ton entging mir nicht.
Also, Leute. Sie klatschte einige Male in die Hände, doch so richtig leise wurde es trotzdem nicht. Sie hob ihren Ordner vom Schreibtisch und sah hinein. Ich konnte förmlich sehen, wie sich ihre Augen vor Überraschung weiteten. Oh, das tut mir leid. Du sprichst nicht? Ich nickte. Sie sah mich kurz fragend an, wandte sich dann aber wieder der Klasse zu. Also Leute, das ist Stegi. Er ist euer neuer Mitschüler. Er ist 16 Jahre alt und mag gerne... Sie warf einen Blick in ihre Akten. Zeichnen, Musik hören, zocken, unter anderem Minecraft. Bei ihrer Weise, das Spiel auszusprechen, musste ich schmunzeln. Sie sprach es ernsthaft so aus, wie es geschrieben wurde. Minecraft. Und er mag es draußen zu sein und seine Freunde... Freunde... wurde die Lehrerin in diesem Moment von einem lauten Ruf unterbrochen. Als ob er Freunde hat. Die Klasse begann zu lachen. Schüchtern sah ich zu dem braunhaarigen Jungen. Tim, glaube ich, welcher das gerufen hatte. Tim! Keifte die Lehrerin und bestätigte mir damit den Namen. Der Junge lachte jedoch nur leicht. Sie warf ihm einen strengen Blick zu. Also, er mag seine Freunde und... Sie sah kurz zögernd zu mir. Er spricht nicht. Wieder lachten einige Leute in der Klasse auf. Die Lehrerin seufzte genervt. Setz dich bitte neben Tim. Vielleicht werdet ihr dann ja doch noch Freunde. Nein, nicht zu ihm. Bitte nicht. Alles andere als das. Zögernd und langsam lief ich den Gang entlang. Ich stellte meine Tasche neben den Tisch und wollte mich auf den Stuhl sinken lassen. Die Betonung liegt auf wollte. Denn in diesem Moment zog Tim den Stuhl nach unten, so dass ich genau auf mein Steißband fiel. Die ganze Klasse begann zu lachen. Ich biss die Zähne zusammen. Es tat schon weh. Am liebsten hätte ich diesem Wichtigtor mal meine Meinung gegeigt. So ein Ficker. Der Unterricht begann. Irgendwie konnte ich die ganze Zeit den Blick nicht vom Braunhaarigen nehmen. Er war irgendwie geheimnisvoll. Irgendwie wirkte er so unschuldig. Trotzdem war er ein ausgesprochenes Arschloch. Seine braunen Haare hingen ihm leicht im Gesicht. Ansonsten waren sie perfekt gestylt. Wie schaffte er das nur? Meine Haare ließen sich gar nicht bändigen. Ich lehnte mich unruhig auf den Stuhl zurück und versuchte mich auf den Unterricht zu konzentrieren. Was sich als schwerer als gedacht herausstellte. Das war ja schon einmal ein toller Start in die neue Schule. Nicht. Ich bin nicht so, wie es scheint. Klar? Viertes Kapitel. Als es zum letzten Mal an diesem Tag klingelte, sprangen alle freudig von ihren Plätzen auf und liefen dann gemeinsam Gruppen aus dem Klassenzimmer. Ich ging alleine. Freddy war schon mit einigen anderen rausgegangen und sonst kannte ich ja niemanden. Ich verließ gerade das Klassenzimmer, als sie plötzlich eine Hand auf der Schulter spürte. Ich zuckte zusammen und wirbelte herum. Hinter mir stand Tim und sah mich mit einem dicken Grinsen auf den Lippen an. Ich schwuchtel. War das jetzt ein Spitzname für mich? Danke auch. Wieso schwuchtel? Ich war weder schwul, noch dass das etwas Schlimmes gewesen wäre. Oder ich etwas dagegen hatte. Hält sich wohl für ganz toll. Fuhr Tim fort und verfestigte den Griff. Unsicher schüttelte ich den Kopf. Bist dir wohl nicht gut genug, um mit mir zu reden? Sein Tonfall hatte eine gewisse Härte angenommen. Die Angst kroch langsam aber sicher in mir hoch. Schnell schüttelte ich den Kopf. Auf einmal drückte mich Tim gegen die Wand. Mein Kopf schlug hart dagegen und ich musste die Lippen zusammenpressen, um nicht aufzuschreien. Ich sag dir mal was, hier bin ich, der dem alle folgen. Und jeder, der sich dem nicht fügt, ist mein Feind. Also spiel dich nicht auf, damit es klar ist. Ich brachte nur ein kleines Nicken zustande. Tim sah mich noch einmal verächtlich an, ehe er mich mit einem wütenden Schnauben losließ. Ich sackte an der Wand zusammen und rang nach Luft. Erst jetzt hatte ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit die Luft angehalten hatte. Die Angst pochte noch immer in meinen Adern. Was war das denn? Was hatte Tim gegen mich? Ich seufzte leise und richtete mich dann auf. Schwankend stand ich eine Weile da. Dann lief ich langsam in Richtung Kantine, wo es Mittagessen geben sollte. Als ich wenige Minuten später in der Kantine ankam, war es schon relativ voll. Ich holte mir mein Essen,
Es sah wirklich akzeptabel aus. Viel besser als in anderen Kantinen. Mit dem Essen suchte ich die Tische ab. Mein Blick fiel auf einen vollen Tisch, wo ein lautes Getuschel am Gange war. In der Mitte saß er, Tim. Er schien gerade etwas zu erzählen, immer wieder sah zu mir rüber und lachte. Auch die anderen warfen hin und wieder gehässige Blicke zu mir herüber und lachten dann. Na toll. Unsicher sah ich mich nach einem freien Tisch um und setzte mich schließlich ziemlich am Rand der Kantine hin. Mehrere Schüler warfen mir immer wieder herablassende, neugierige oder auch verwirrte Blicke zu. Ich machte mich so klein wie möglich. Die ganze Zeit über fühlte ich mich irgendwie unwohl und beobachtet. Als ich aufsah, bemerkte ich den Blick von Tim, welcher mich aufmerksam musterte. Als er sah, dass ich seinen Blick bemerkt hatte, wechselte sein Gesichtsausdruck zu wütend. Ich schluckte. Was hatte er nur gegen mich? Als ich den Gang zu den Zimmern zurücklief, hörte ich plötzlich lautes Lachen hinter mir. Ich drehte mich um und sah Tim mit ein paar anderen Jungen. Ich glaube, Vini, Henrik und Tobi auf mich zulaufen. Ich drehte mich wieder um und versuchte schneller zu laufen, ohne es für Wegrennen aussehen zu lassen. Hey! Ein lauter Ruf hallte durch den Gang. Ich presste die Lippen zusammen und lief weiter. Vielleicht meinten sie ja gar nicht mich. In diesem Moment spürte ich eine Hand auf der Schulter und wirbelte herum. Tim, wenn wir dich rufen, dann wartest du gefälligst, fauchte er gefällig leise. Ich nickte ängstlich. Unauffällig versuchte ich, mich aus seinem Griff zu entwinden, doch er packte nur noch fester zu. Ich sah zu ihm auf. Seine braunen Augen funkelten gefährlich. Fast augenblicklich begann die Stelle, wo Tim anfasste, zu kribbeln. Was war das? Erneut wollte ich mich losreißen, doch er war doch viel stärker als ich. Ich sagte dir doch, leg dich nicht mit mir an. Er betonte jedes einzelne Wort und sah mich dabei wütend an. Ich hatte das Gefühl, ich würde schon alleine unter seinem Blick schrumpfen. Ich nickte verzweifelt und sah wieder auf den Boden. In diesem Moment spürte ich einen unglaublichen Schmerz an meiner Wange. Ich zuckte zusammen, meine Hände schnellten automatisch nach oben und legten sich schützend um meinen Kopf. Ich hörte ein leises Lachen von Tim, welcher mich geschlagen hatte. In diesem Moment spürte ich, dass zwei Personen meine Hände schnappten und festhielten. Ich sah zur Seite und entdeckte Tobi und Henrik. Wie in Todesangst versuchte ich, mich loszureißen oder mich wenigstens so klein wie möglich zu machen. Doch es war unmöglich. Sie waren nicht nur stärker, sondern auch so viert. Bitte, lass es aufhören, flehte ich im Stillen, als Vini sein Bein nach vorne riss und mir in den Magen trat. Ein höllischer Schmerz breitete sich in meinem Körper aus. Verzweifelt biss ich mir auf die Lippe. Ein metallischer Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Ich identifizierte diesen als Blut. Verdammt. Als ich erneut einen Tritt spürte, schrie ich auf. Bilder von Mom und meiner Schwester Mia schossen mir durch den Kopf. Ihre totenblassen Gesichter, zerschundenen Körper. Ich sah ihren Mörder vor mir im Gerichtssaal, sah sein hämisches Lachen. Ich realisierte, dass Tränen meine Wangen hinunterzurinnen beginnen wollten. Sie brannten sich wie kalte, nasse Wesen in meine Haut ein. Ich wollte nicht weinen, wollte nicht schwach sein, wollte nicht allen zeigen, wie sehr mich das hier verletzte. Wie verletzlich und peinlich ich war. Ein leises Lachen, gefolgt von einem Pussy, drang meine Ohren. Ich erkannte Tims Stimme. Die Hände hatten mich losgelassen. Ich sackte am Boden zusammen und versteckte meinen Kopf zwischen den Beinen. Die Tränen flossen in Strömen. Verzweifelt versuchte ich, die Bilder aus meinem Kopf zu bekommen, die Schmerzen zu verbannen. Warum? If everyone is thinking alike, then no one is thinking. So, das war jetzt also der erste Part. Ich muss gestehen, also ich habe das Buch so oft jetzt schon gelesen, es ist noch nicht ganz fertig, aber... Und ich habe irgendwie überhaupt nicht mitbekommen, dass ich jetzt schon so weit bin, bei 30 Minuten, hoppla. Aber ja. Und zu meiner Verteidigung, was mit diesem If Everyone is Thinking, ich habe mir die Zunge verbrannt. Normalerweise kriege ich das TH besser hin. Aber gut.
Immer diese Leute, die Sachen zu schnell oder zu heiß essen oder trinken. Zu diesen Leuten gehöre ich. Also, ja, am Ende der Kapitel sind immer oder, glaube ich, eher meistens Sprüche. Ich glaube sogar immer. Und die lese ich halt damit vor. Und, ich weiß nicht, ob es jemand bemerkt hat, aber ich habe mal halt zum Beispiel viertes Kapitel gesagt und mal Kapitel 2. Soll ich viertes Kapitel, also soll ich zum Beispiel zweites Kapitel sagen oder Kapitel 2? Ich weiß, es ist komplett egal eigentlich, aber ich will es trotzdem wissen. So, da würde ich sagen, schaut bei Joanne vorbei, denn sie hat das Bild gezeichnet. Und natürlich auch bei Drachenmädchen, da das Buch ja von ihr ist. Lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Ciao!